Hallo, hier ist Liha 2004. Ich melde mich aus meiner Corona-Isolation. Ich hab's zum Glück noch nicht oder hoffentlich gar nicht. Aber ich kann, weiß nicht, wenig machen. Es gibt jetzt wahrscheinlich bald eine Ausgangssperre in Deutschland, so wie schon in Italien und Frankreich jetzt. Und genau was betrifft Italien und Frankreich, richtig, die EM, also nicht nur die, sondern auch alle Länder in, oder die meisten Länder in Europa. Denn es hieß ja wahrscheinlich, es war ja jetzt so, seitdem Bundesliga ausgesetzt wurde, Champions League, war es ja der erste Gedanke auch, dass die EM im kommenden Sommer auch verlegt wird, beziehungsweise erstmal nach hinten verschoben wird oder dann ganz richtig viel, also länger verlegt wird. Das war ja am Anfang kritisch, weil es gab den ersten Gedanken, die EM im Winter zu machen, aber dann kamen ja irgendwie so Sachen auf wie, dass es dann im Winter irgendwie nochmal eine neue Welle gibt mit dem Coronavirus, dass nochmal einige erkranken werden. Und deshalb wurde das jetzt verschoben, und zwar auf den Sommer 2021. Da gab es ja auch erst, man wusste ja auch erst nicht, ob das geht, da ja eigentlich die FIFA Nations League, wäre da ja eigentlich gewesen, aber da gab es jetzt wohl eine Einigung, dass die EM dann im übernächsten Sommer stattfindet. Ich finde es schade, ich habe mich drauf gefreut, wie jeder Fußballfan. EM, dann ja auch irgendwie, weiß nicht, dieses mit den verschiedenen Ländern, dann auch EM ein bisschen im eigenen Land, hätte ja auch was gehabt. Jetzt muss man länger drauf warten, dann hat man aber natürlich auch in 2 Jahren direkt 2 große Turniere. Ist vielleicht auch was, worüber man sich dann im nächsten Jahr freuen kann, auch wenn jetzt natürlich die WM irgendwie schon wieder lange her ist, aber also, weiß nicht, die Erinnerungen daran sind ja eh nur schlecht. Das heißt, man kann eigentlich nur positiv nach vorne gucken auf die EM. Dann sind jetzt ja, es erkranken immer mehr Fußballspieler. Rugani ist ja als italienischer Nationalspieler infiziert. Blaise Matuidi, der Franzose, ist auch auch einer von Juve, auch infiziert. Und ist ja auch irgendwie noch ein Bundesligaspieler. Ich weiß nicht genau, ob das Nationalspieler sind. Aber, also, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass da jetzt noch viel mehr Leute anstecken. Das heißt, bis dahin wird es ja eh zu Ende sein oder wird es wahrscheinlich ja behandelbar sein, wird das alles im Griff sein. Aber jetzt ist es ja alles kritisch, und deshalb glaube ich, eigentlich ist es eine gute Entscheidung, diese EM nach hinten zu verschieben. Aber nicht nur im Fußball passiert gerade viel, beziehungsweise eigentlich relativ wenig. Ich als alter Möchtegern neuer NFL-Fan seit den, weiß nicht, Playoffs oder seit dem letzten Regular-Season-Game verfolge ich die NFL, beziehungsweise generell Football. Und weil irgendwie manche geschrieben hatten, auch nach diesem einen Football-Video, ich soll damals was sagen, kann ich jetzt was sagen heute, denn es sind Ereignisse über Ereignisse passiert. Und zwar hat Tom Brady trennt sich jetzt nach 20 Jahren von den Patriots in die Free Agency. Das heißt, er kann jetzt von einem neuen Verein gesigned werden. Teddy Bridgewater, der Backup Quarterback der Saints, wurde getradet zu den Panthers, und die haben Cam Newton freigestellt, glaube ich, und Drew Brees, der eigentliche Saints Quarterback, hat, glaube ich, mit einem 40 Millionen Deal oder 60 Millionen Deal auch nochmal um 2 Jahre seinen Vertrag verlängert. Weiß nicht, ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt aus irgendwie Tom Brady wird, falls ihr euch auch für Football irgendwie interessiert in der Mehrheit. Könnt ihr mal das in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr meint, irgendwie zu welchem Verein er wechselt. Ich glaube, er geht zu den irgendwie Tampa Bay Buccaneers. Da, also diese ganzen Franchise-Tech-Geschichten, weiß nicht, ob da irgendwer ein bisschen mehr drin ist in diesem Football-Game, aber der Buccaneers Quarterback ja auch in die Free Agency geht, kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der EM haltet. Das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ciao.